Ich bin froh, dass ich dir als Elf bin, sonst hätte ich diese Falle wahrscheinlich niemals bemerkt. Mal gucken, ob ich es überlebe. Es gibt Fallen, die sind wirklich instant tödlich und... Moment mal. Ne, ich kann mit Fallen nicht umgehen, also gucken wir mal, ob ich es überlebe. Verlangsamt, toll. Das ist alles. Wie langweilig. So, gehen wir mal rein. Ah, ja, was Gerätschaften eigentlich Alchemisten. Das könnte das sein, wofür wir im Mantelturm diese Quest angenommen haben von der einen da. Ja, jetzt sind wir so ultra langsam, weil ein Effekt von der Falle auf uns war. Okay, Lino scheint das Ding aufzukriegen. Zum Glück hat sie heftiger Angriff. Das erhöht den Schaden auf diese Truhen auch noch ein gutes Stück. Na, wo haben wir es da? Überreste. Ein Trank für mittelschwere Wunden. So. Jetzt. Oh, ich dachte gerade schon, die beiden würden meinen Weg blockieren. Das wäre wirklich ultra scheiße gewesen. Und hier ist sonst nichts drin. Okay, dann gucken wir mal, was in den Gerätschaften drin ist. Einmal ein. Ah ja! Perfekt! Das celestische Elixier. Lass mich kurz nachdenken. Das ist für Sharwen gewesen. Kann ich storymäßig von ihr ein bisschen zusammenfassen schon mal. Ich darf es zwar später nochmal vorlesen, aber trotzdem. Sharwen, wurde von ihrer Mutter. Ne, Sharwens Mutter war mit einem reichen Mann verheiratet. Als dieser starb, hatte allerdings, ich glaube, Sharwen. Ne, hatte das Vermögen einfach nicht mehr gehabt und seine Mutter war dann. Sharwens Mutter, meine Güte, das ist ja kompliziert heute. Sharwens Mutter war dann halt mittellos praktisch. Und so versuchte sie Sharwen mit einem reichen Kerl zu vermählen. Hat aber nicht geklappt, weil sie sich dann in einen jungen Barden verliebt hat und einfach abgehauen ist. Jetzt ist sie wieder nach Nivendell zurückgekommen. Und hat ihre Mutter halt vorgefunden, die hat keine Mittel, die ist krank und dieses celestische Elixier, was wir im Gepäck haben, kann ihre Mutter heilen. Sie hasst sie zwar für das, was sie angetan hat, aber sie will sie trotzdem heilen. Ist halt Mutterliebe. Oh, was ist das denn Schönes? Ach, toll, wenn ich raten darf, ist das ein Fallenraum. Na, ich mag solche Puzzles. Ich bin zwar selten hinter die Lösung gekommen als Kind, aber ich mag sie trotzdem. Ich werde den Raum noch nicht durchqueren. Ich gehe noch ein paar Schritte vor, um zu sehen, was hier überhaupt passiert. First Entangle. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist der Schachraum. Also ich nehme einfach mal an, dass das halbwegs Magier gewesen sind, wenn sie es geschafft haben, diese Statuen zu bewegen. Bauer. Okay, die Bauer sehen mir nicht ganz geheuer aus. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, die können gleich aufwachen, aber. Ah, fallen unter den Feldern. Gut. Ich hatte es irgendwie schon befürchtet, dass wir ein Kupferring, dass ich Entdecken skillen müsste, also die Fähigkeit, Moment, ich will die Truhe zumachen, so, dass ich die Fähigkeit hier Entdecken skillen müsste, vom Level her, damit ich überhaupt Fallen finde, aber anscheinend habe ich durch passiven Rassenbonus den schon auf 2 erhöht, oder... Irgendwie ist der schon auf 2 erhöht. Ich weiß jetzt nicht warum. Das müsst ihr mir gerade mal sagen. Warum ich so etwas, was ich nicht geskillt habe, trotzdem bekomme. Aber auch egal. Jetzt hätte ich gerade gedacht, als meine Elfen-Rassenfähigkeit, dass die überhaupt nichts nutzen würde, wenn ich nicht wenigstens ein oder zwei Punkte in diesem Entdecken-Skill hätte. Aber anscheinend klappt es ja so. Okay, die Fallen sind nicht nur unter den schwarzen, sondern auch unter den weißen Feldern, sehe ich gerade. Gibt es dafür dann also ein klares Muster oder muss ich einfach nur tierisch aufpassen? Ihr dürft. Okay, mein Dachs hat anscheinend schon einen Zahn gemacht. Gut. Dann kriegt Lino das Ding locker auf. Cassie! Oh, excuse my Elvin. Hättest du die Güte, die Truhe Alright, dear. einzuschlagen? Ja, doch, geht doch. Ein Schadenspunkt. Das ist besser als nix. Außerdem, mach mal deinen heftigen Angriff an. Haben wir es denn als Gruppe entfernt? Nicht in diesem Leben. Suchen an, aus, schleichen an, aus. Ich glaube nicht, dass ich jetzt direkt bestimmen kann, was sie machen soll. Zauberfähigkeiten. Stellung halten. Ach, verdammte Hacke. Moment. Wir sind ein Magier. Vielleicht klappt das. Medu, Avancard. Boom. Er wirkt aufblitzen. Toll, kein Schaden. Mach diese verdammte Truhe auf. Du musst nur heftige Angriffe aktivieren. Diese 2 Schaden sogar, oder selbst ohne heftige Angriff. Macht weiter. Takasi. Weiter. Excuse my Elvin. Ansonsten versuche ich das Ding jetzt mit dem Diebeswerkzeug hier zu knacken. Wir können diesen Gegenstand nicht benutzen. Aber die Fähigkeit nicht verfügen. Scheiße. Alright, dear. I'm getting.
Also ich bleibe jetzt so lange hier stehen, bis diese verdammte Truhe auf ist. Los. Takasi. Los. Alright, dear. I'm getting to it. I'm all Aha. done here. Kritischer Treffer von Lino. Mit heftiger Angriff. Gut. Lino? Oh, Stinkkäfer. Das ist nicht schlimm. Moment. Mein Dachs kann angreifen. Und oh, nein. Feuerkäfer. Die haben einen Flammenatemangriff. Aber der hat uns nicht zu interessieren, da wir hier auf Abstand stehen. Nur Lino wäre betroffen wahrscheinlich. Und mein Dachs. Aber es ist sehr von Vorteil, dass wir hier so eine günstige Position haben. Die Viecher halten so gut wie nichts aus und wir können sie wirklich einfach abballern. Praktisch. 11 Gold und einen Segnentrank. Naja. 11 Gold ist mal etwas mehr, als wir sonst in den Truhen bisher gefunden haben. Tch. Aber auch ein Witz. Okay, also... Es war nur mein Dachs. Ich wollte gerade sagen, also wenn Lino solche was durchläuft, mache ich mir Sorgen, dass sie sterben könnte, wenn die Gefallen zu gefährlich sind. Moment. Nur sie soll kurz die Stellung halten. So. Alright, dear. Zum Glück sehe ich die Fallen. So, das ist die Fürstin, die wir eben im Tagebuch gelesen haben. In der Seite des Schädels von Fürstin Tanglebook befindet sich ein großes Loch, das einen dunklen Hohlraum auf... Oh mein Gott. Was auch immer die Ursache... Ach, ich darf nicht mit der Maus um meinen Charakter fahren. Was auch immer die Ursache für diesen vorzeitigen... Jetzt lese ich hier unten weiter. Für das vorzeitige Ableben der Fürsten ist der heulende Tod ist jedenfalls nicht dafür verantwortlich. Ich weiß, was es war, aber die Beschreibung allein schon ist heftig genug. Uiuiui. So, wie viel wiegt denn das Schwert? Oh, 83 von 86, das ist natürlich gut. Das hier ist zum Beispiel ein Doppelklingenschwert plus 1. Das erhöht also sämtliche Werte, auch wenn es hier nicht steht, einfach plus 1. Das steht hier unten, Verbesserungsbonus. Es gibt auch Waffen, die richtige Magie beinhalten. Das sind dann auch Waffen mit Eigennamen. Aber das wird ein gutes Stück dauern, bis wir die finden. Und so ein Teil hier ist eine Menge Gold wert im Normalfall. Ich müsste mich mal vielleicht mit meinem Rückrufstein zu Aribeth porten und gucken, was ich für dieses Ding haben will. Aber, suchen aktiviert. Ach so, ja, sie ist ja auch eine Elfin. Ich dachte gerade, sie würde jetzt langsamer laufen, weil sie es aktiviert hat. Aber nein, das ist ja Quatsch. Oh, ein Wandschrank. Habe ich den eben geplündert? Nein, der ist versperrt. Nach euch, meine Lieben. Ja! Jo, 4 Schaden, das passt auch locker. Ich kann vielleicht mal suchen, zu helfen. Ja! Ja, hier unten habe ich natürlich keine Lags mehr, weil ich so nah dran bin und so wenig Lichtquellen zu sehen sind. Überreste? 5 Gold. Ja, wie man gerade sieht, eben gerade waren es 11 Gold in einer sehr schwer knackbaren Truhe, jetzt sind es wieder 5 Gold. Also, man darf nicht erwarten, dass man sehr große Goldschätze findet, wenn es nicht irgendwo eine Art Bossmonster ist, was man kämpft. Kommt ihr? Wo ist mein Dachs? Da ist mein Dachs. Ich gehe niemals ohne meinen Dachs aus dem Haus, dass das klar ist. Gut. Als Kleriker muss man nicht unbedingt vorauslernen, man kann Zauberbereitschaftslaste ziehen. Ja. Das ist so wie bei Baden. Was da unten gerade steht, ich kann jetzt mit der Maus nicht zeigen, was da eben gerade stand. Kleriker haben genauso die Fähigkeit wie wir Zauber zu opfern, um ihre Heilzauber zu wirken. Das gilt nur für Heilzauber. Aber deswegen sind sie so gute Heiler. Sie brauchen nicht irgendwelche Segnenzauber oder sowas, sich zu bereit zu halten. Sie können diese genauso opfern wie wir für einen anderen Zauber. Oh, das hat ganz gut geklappt. Okay. Keine Truhen mehr, keine Kisten mehr. In dem Haus waren wir gerade drin. Das ist eine Leiche. Hat mir die eben geplündert? Ja, gut. Und da drüben läuft gerade anscheinend einer auf uns zu. Ja. Ziehen wir schon mal den Bogen. Der müsste jetzt da vorne rauskommen. Zack. Hallo? Ja, hallo? Where are you going, you two? So viel zum Thema, es ist alles buggy. Dabei habe ich das Ding hier hochgepatcht, damit es läuft. Oh mein Gott. Oh, wie wir verfehlen, ey. Was? Entflohener Sträfling, 118 Erfahrungspunkte? Ui, das ist eine ganze Menge. Oh, ich krieg gerade Kopfschmerzen vom Headset, ey. Meine Güte. Okay, Moment. Wir haben jetzt alles erkundet. Da oben ist noch was mit so einer Art Kai, da kamen wir her. Da ist der Gefängniseingang, da sind die Kanaleingänge, da müssen wir jetzt noch hin. Aber vorher, die haben mir uns eben noch erzählt, dass es hier noch einen Stützpunkt gibt von den Gardisten. Das müsste in dieser Bruch... Okay, nein, ist er nicht. Vergiss es.
Ich habe gerade gedacht auf der Karte her, dass das hier ein Gebäude wäre, wo wir reingehen könnten, aber ist es anscheinend nicht. Gut, plündern kommt man hier noch eine Menge. Ist das hier jetzt leer? Es ist blöd, dass es man so nicht erkennen kann. In anderen Spielen wird ja angezeigt, wenn man eine Truhe bereits geplündert hat. Hier ist es nicht der Fall. Und das macht es entsprechend schwerer, hier Übersicht zu behalten. Ist es da vielleicht? Moment. Wir haben doch ein Journal. Tangleblock Anwesen. Was steht denn dazu? Fürstin ist tot. Kein gewöhnliches Verbrechen. Auf jeden Fall ist der Tor, die Gefängnis führt, nichts wert. Okay. Gefängnisausbruch, ist das? Ah, hier. Kip, der Hauptmann Tovar, hat euch vorgeschlagen, mit Sedos Sibyl zu reden. Sie kann euch sagen, wo ihr am besten helfen könnt und wie man Gefängnis braucht. Sie hat ihr Hauptquartier im Südosten des Viertels. Ach, Südosten, nicht Südwesten. Dann könnte es das da oder das da sein. Dann laufen wir nochmal ein Stück. Hier, die Truhen. Oh mein Gott. Ich sehe schon, entweder muss ich offscreen alles nochmal durchchecken, was ich hier vielleicht liegen gelassen habe. Ist der Wagen da was drin? Nein. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, einen Wagen kaputt gemacht zu haben. So. Und da sind noch Sträflinge. Zacka. Dieses Geräusch vom Dachs ist einfach nur krass. Weiter geht's. Das ist wirklich zu einfach im Moment. Und da hinten steht jemand. Meister Johns. Gut, da gehen wir gleich hin. Erstmal plündern wir hier alles in der Umgebung. Alright, dear. I'm getting to it. Und sie darf wieder Truhe knacken spielen. Auch ein Vorteil. In welchem Spiel war das nochmal so? Da wurde ein Schrott. Ah ja, genau. In Star Wars Knights of the Old Republic. Wenn man da eine Truhe nicht knacken konnte, konnte man sie ja einschlagen, sofern man nicht ein Laserschwert besaß, um sie aufzuschweißen. Und wenn man das tat, dann war es fast immer so, dass irgendein Gegenstand dabei kaputt ging und dann einfach nur als Schrott rauskam. Das fand ich extrem nervig. Zum Glück ist es hier so, wenn ich die Truhe einschlage, dass da wirklich nur ein Gegenstand rauskommt und nicht irgendwelcher Müll. Das ist beruhigend für meine Nerven. Dieses Geschrei ist nicht beruhigend für meine Nerven, aber auch egal. So, hier ist eine normale Falle, eine Säuresprühfalle. Fallen kann ich nicht benutzen, da ich sie nicht aufstellen kann. Habe ich nicht gelernt. Oh, machen die keinen Schaden? Scheiße. Hast du deinen heftigen Angriff aktiviert, meine Liebe? Ne, steht hier auch nicht. Das ist doof. Mach mal weiter, ich gehe mal zu den nächsten Truhen rüber. Dummdi-dumm. Ich habe gedacht, dass die Karte wesentlich kleiner wäre, aber nee, hier im Osten gibt es ja noch mehr zu sehen. Gar nicht dran gedacht. Das Spiel überrascht mich. Doch mehr, als ich angenommen hatte. Okay, hier ist noch eine Truhe. Alright, dear. Auch I'm getting to it. abgeschlossen. Ich nehme erstmal den Dolch wieder. Es gibt nochmal ein paar FPS mehr und ich kann auch etwas besser Can't helfen. even make a scratch. Ja, toll. Ich kann nicht mal einen Kratzer verursachen, ich Idiot. Ich kann mit einem Dolch keinen Kratzer in einer Holztruhe verursachen. Sind wir so schwach oder schlagen wir mit dem Zahnstocher auf das Ding ein? Meine Fresse. I'm all done here. Ja, komm. Wenn sie den kritischen Treffer landet, ist natürlich. Ah, okay, eine Magierrüstung. Ist natürlich wesentlich besser. Komm. Komm, mach mal. Das schafft ihr. Oh. Und noch so eine Sache, ey. Wie kann man eine Truhe verfehlen? Excuse my Elvin. Das ist doch wirklich bekloppt. Wie kann man eine stationäre Truhe verfehlen? Ist doch doof. Aber egal. Wenn ich weit genug aus der Range gehe, kann ich das dann auch hören? Ein bisschen, naja. I greet you, my child. Okay, ich dachte auch schon wieder, das wäre so eine vollvertonte. Oh mein Gott, die machen nicht mal Schaden an dem Ding. Das ist doch peinlich. Wahrscheinlich nur, weil sie ihren heftigen Angriff nicht aktiviert hat. Kann ich das irgendwie einstellen? Zauber wirken. Nein. Nein. Oh, ein kritischer Treffer hat einen Schadenspunkt verursacht. Heilige Scheiße, ist das Ding gut gesichert. Mit Fallen umgehen. Es kann nicht wahr sein, dass ich wirklich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Dass ich hier. Ach, verfickte Danke-Scheiße, ey. Habe ich noch irgendeinen Trank oder Zauber?